Wenn man in The First Ascended noch Modulplätze frei hat, kommt schnell die Frage auf, ja, welche Module soll ich einbauen? Und wenn man keine Plätze frei hat, dann kommt die Frage auf, wie kriege ich noch Plätze frei? Dazu kommt die Frage, hier soll man steigern, was ist mit dem Kombinieren, soll ich verkaufen oder zerschrotten und. Wir beantworten heute einige Fragen zu den Modulen in The First Ascended. Die Module werden sowohl für den Descendant benutzt, als auch für die Waffe und bestimmen praktisch die Stärke und die Ausrichtung eurer Waffen oder eurer Descendants und sind damit ein ganz essentieller Bestandteil im Spiel. Wenn ihr das Journal öffnet, das geht am PC mit J und dann oben auf Informationen geht, anschließend auf Module, könnt ihr sozusagen alle Module sehen, die es im Spiel gibt. Da sind insgesamt 554 verschiedene Module. Nach Seltenheit sortiert seht ihr hier für euren Helden oder für eure Waffen, welche Module Sinn machen. Ihr könnt hier suchen, zum Beispiel nach Resistenzen. Da gebe ich jetzt mal Anti ein und dann seht ihr zum Beispiel alle Module, die Resistenzen haben. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr an diese Module rankommt, drückt ihr unten entsprechend auf Info zum Erhalt. Und bekommt dann die Informationen, wo ihr dieses Modul farmen könnt. Entsprechend habt ihr hier einmal die Gegend, wo ihr das Modul bekommt. Könnt auch direkt draufklicken und seht dann auf der Karte die Mission, die ihr farmen müsst, mit der Wahrscheinlichkeit, das Modul zu bekommen. In dem Fall hat Hitze-Antikörper eine 50%ige Chance, gefarmt zu werden, wenn ihr die Mission spielt. Also ein, zwei Mal reingehen und dann solltet ihr diese Grundmodule, die ihr wirklich braucht, um gegen Bosse zu kämpfen, in eurem Besitz haben. Wenn wir jetzt auf die Nachfahrenmodule gehen, sehen wir im unteren Bereich einmal sämtliche Module, die wir bereits im Besitz haben. All die Sachen, die uns gehören. Wir sehen auch die Anzahl der Module, entsprechend können doppelte später zerlegt werden. Jedenfalls, das ist alles zur Auswahl und oben sind die Module, die eingebaut sind. Dann sehen wir entsprechend hier die 10 Plätze plus 2 Sonderplätze, dazu kommen wir gleich. Wichtig für uns ist, dass die Modulkapazität sozusagen das Limit ist für die Anzahl der Module. Jedes Modul hat einen Preis und die Addition der ganzen Module darf eben die Gesamtkapazität nicht überschreiten. Die Kapazität selber erhöhen wir primär durch den Meisterschaftsrang, durch Leveln des Charakters selber und durch einige zusätzliche Erweiterungen, wie zum Beispiel Modulzusatzeinstellungen, maximale Kapazität steigern. Da kann man mit einem speziellen Kristall nochmal 20 Punkte hinzugewinnen. Außerdem gibt es zwei weitere Möglichkeiten, die Kapazität zu erhöhen. Das ist einmal die Nahkampffähigkeit hier unten. In dem Fall habe ich Schockschlag drin und zwar hat dieses Modul die Besonderheit, dass wenn man die Modulfähigkeit steigert, das sehen wir anhand dieser gelben Punkte, die ist momentan auf Level 9. Wenn man diese steigert, bekommt man pro Steigerung einen Modulplatz dazu, also einen Kapazitätspunkt dazu. Das heißt, je mehr Punkte in diese Fähigkeit reinfließen, desto mehr Module insgesamt können wir einsetzen. Das heißt also, diesen Platz hier unten sollte man immer ausstatten und nach Möglichkeit immer leveln, egal ob ihr diese Fähigkeit braucht oder nicht. Sie ist wichtig für eure gesamte Modulkapazität. Der zweite Punkt ist das Fertigkeitsmodul hier oben. Da habe ich leider gerade kein Modul. Das sind in der Regel rote Module, die man hier einsetzt. Und dieses rote Modul hat die besondere Fähigkeit, dass diese günstiger wird, wenn man sie steigert. Das heißt, man haut Punkte da rein und das Modul selber wird günstiger. Einige Plätze haben außerdem besondere Symbole, hier zum Beispiel diese drei Striche, dieses M. Und das bedeutet einfach, dass Modulpreise halbiert werden. Techniker zum Beispiel in diesem Fall kostet 16 Punkte. Nehme ich jetzt dieses Modul und baue es in dieses Feld ein, kostet es nicht mehr 16, sondern nur noch 8 Punkte. Das heißt, hier werden die Preise halbiert. Ihr könnt grundsätzlich durch Prestigen eures Charakters sämtliche Felder mit diesen Symbolen bestücken und damit alle Modulpreise senken. Dazu habe ich aber ein spezielles Video gemacht, was ihr euch gerne angucken könnt, was das Prestige-System für Descendants und Waffensysteme angeht. Haben wir jetzt Module, die wir verbessern wollen, dann gehen wir hier ganz nach links in Albion zu dem Zillion. Er ist nämlich der Meister, wenn es darum geht, Module zu zerlegen und zu verbessern. Wir haben die Möglichkeit, Module zu zerlegen und zwar automatisch auszuwählen, dass wir doppelte Module, die wir wirklich nicht mehr brauchen, zu zerlegen. Am PC drücken wir dazu Shift, einfach gedrückt halten und es werden alle doppelten Module markiert, die wir haben. Wir sehen hier, durch die Zerlegung unserer ganzen doppelten Module kriegen wir 3000 Coopersplitter. Coopersplitter ist die Währung, die wir brauchen, um die Module zu verbessern. Also zerlegen wir diese, das kann man eigentlich immer machen. Und legen diese 3000 zu unserem Gesamtvorrat an Coopern dazu. Als nächstes geht es ans Verbessern und hier werden die Module angezeigt, die unser Nachfahre bereits, also unser Descendant, bei sich trägt. Und wir können die Waffe auswählen und die Waffenmodule sehen, die auf unseren drei Waffen liegen. Meine Waffe hat momentan eine Modulkapazität von 44 von 45, also ich hätte einen Modulplatz frei, könnte mir also einen Wert aussuchen, den ich steigern möchte. Besonders gut bei dieser Waffe hier ist Wirkung und Gegenwirkung, ist bei den meisten Waffen ein sehr, 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 sehr gutes Modul, also bei MPs und Sturmgewehren. Das heißt, ich klicke dieses Feld jetzt einmal an, würde es also um einen Punkt erhöhen. Von 14 auf 15 habe ich hier Kosten von 50.000 Cooper-Punkten. Ist schon relativ teuer, aber ist ja schon relativ hochlevelig. Ich habe 150.000 Cooper-Punkte insgesamt, kann man das also leisten.
Der Schusswaffenangriff erhöht sich dabei von 46,2 auf 53%, ist also eine massive Schadenssteigerung für die Waffe. Die Frage ist jetzt, welche Module soll ich eigentlich einsetzen? Und natürlich hat jeder seinen Held seine eigenen Module, die er bevorzugt. Trotzdem gibt es ein paar allgemeine Tipps, die man auf jeden Fall beherzigen kann. Der allerwichtigste ist dabei das Schild. Dieses blaue Modul hier, erhöhter Schild, würde jedem Descendant stehen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz starkes Ding. Ihr seht, ich habe es auch gemaxt und es lohnt sich auf jeden Fall, das einzusetzen, weil es eure Verteidigung massiv erhöht. An dieser Stelle muss noch dazu gesagt werden, dass es sich auch lohnt, blaue Dinge zu leveln. Manche denken, ja gut, ich habe jetzt das blaue Modul gefunden, irgendwann finde ich vielleicht dasselbe Modul in lila oder in rot oder in gold. Diese Funktion, dass ein Modul nur das Schild erhöht und so einen hohen Wert, das ist eben nur in diesem einen blauen Modul und deswegen kann man das ruhigen Gewissens auch steigern. Das zweite Modul, was man ruhigen Gewissens steigern kann, ist natürlich das Nahkampfmodul. Hier kann man immer Punkte reinsetzen in ein Nahkampfmodul, was ihr ausgerüstet habt und was gesteigert werden kann, weil das natürlich die gesamte Modulkapazität erhöht. Dann gibt es zwei weitere Module, die am Anfang sehr, sehr interessant sind. Und zwar ist es einmal das Modul erhöhte LP für erhöhte Lebenspunkte. Auch das erhöht eure Verteidigung, eure Überlebenswahrscheinlichkeit massiv, macht wirklich sehr, sehr viel aus. Und das Pendant dazu ist die erhöhte Verteidigung. Auch das ist ein sehr, sehr effektives Modul, früh zu kriegen, günstig, leicht zu leveln. Schauen wir uns jetzt die Module einmal für die Waffen an. Und zwar haben wir hier ein Sturmgewehr. Grundsätzlich ist es so, dass bei MPs und Sturmgewehren Feuerrate und damit Crit-Schaden unglaublich wichtig ist. Deswegen ist hier jetzt drin bessere Erkenntnis. Das erhöht die Crit-Rate, also die Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu landen, um 17,1% in dem Fall. Und der zweite Wert ist die steigerte Konzentration. Die erhöht dann den Crit-Schaden. Also wenn ein Schuss crittet, dann ist der Crit-Schaden um 32,6% erhöht. Müsst ihr aus irgendeinem Grund ein Modul entfernen, dann lohnt es sich eher, den Crit-Schaden zu entfernen als die Crit-Chance, damit ihr noch entsprechend guten Damage macht. Zwei sehr gute Module für jede MP und jedes Sturmgewehr. Was dann grundsätzlich auch sehr, sehr gerne gespielt wird, zumindest am Anfang, sage ich jetzt mal, ist der verstärkte Drall. Denn dieser Wert erhöht euren Schusswaffenangriff prozentual. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, ich sag mal, 1000 Schaden macht und Schusswaffenangriff plus 10% habt, dann sind das 100 Schaden. Wenn ihr 100.000 Schaden habt, könnt ihr euch vorstellen, das skaliert sehr, sehr schnell nach oben. Ist also auch ein sehr starkes Modul. Und dann haben wir noch den Meister aller Klassen, und zwar das Modul Wirkung und Gegenwirkung. Es ist berühmt-berüchtigt, weil man es schon früh kriegen kann und bis ins Late-Game gespielt wird. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr starkes Modul. Es erhöht massiv den Schusswaffenangriff. In dem Fall habe ich das Ganze auf 53%, was heißt, dass wir einfach 50% mehr Schaden machen mit der Waffe. Also sehr, 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 sehr stark. Leider erhöht es auch den Rückstoß. Für mich am PC, sage ich mal, mit der Maus ist es jetzt nicht so das Problem. Den Rückstoß kann man sehr gut kontrollieren. Deswegen habe ich mit diesem Modul überhaupt keine Probleme. Probiert es aus. Ich habe jetzt noch von niemandem gehört, dass er Probleme hat mit diesem leicht erhöhten Rückstoß. Der Schaden, den dieses Modul macht, ist einfach massiv. Und eigentlich gehört dieses Modul auf jede MP oder jedes Sturmgewehr. Kleiner Tipp hier am Rande, wenn man in das Journal geht und sich das Modul raussucht, Wirkung und Gegenwirkung, dann sehen wir entsprechend, wo das Ganze zu bekommen ist. Und zwar ist das so, dass wir ein unfruchtbares Land, auf einem unfruchtbares Land, hier in diesem großen Kernreaktor, deswegen wird da auch manchmal ein bisschen mehr gefarmt tatsächlich, dieses Modul bekommen. Ein essentielles Modul und ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das Ding da zu holen. Die Chance ist hier 12,5%, also geht dahin, macht ein paar Runden und holt euch dieses Modul für eure Waffe. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Tipp. Auch die Modulkapazität der Waffe kann man steigern, indem man entsprechend das Ganze levelt. Man hat hier die Möglichkeit, die Kapazität zu steigern mit diesem Energieaktivator. Es verstärkt den Wert der Waffe, aber auch ungemein, weil 20 Punkte hinzukommen. Und das bedeutet, dass der Waffenschaden sich massiv steigern kann mit so einem Modul. Allerdings, ja, ihr könnt es leveln und bis dahin habt ihr noch genug zu tun, bis ihr diesen Kristall habt, die Waffe erstmal gut auszustatten. Die zweite Möglichkeit, Module hinzuzubekommen, ist natürlich über das Prestige. Da habe ich schon ein spezielles Video gemacht. Wie gesagt, ich zeige es nochmal ganz kurz. Hier ist das Prestige-System. Sobald die Waffenleistungsstufe Stufe 40 erreicht hat, könnt ihr hier ein Symbol auswählen, was ihr ausstattet. Das Ganze dann mit einem Kristall prestigen. Den Kristall müsst ihr farmen. Und dann wird das Ganze zurückgesetzt auf Stufe 1 und hier bedeutet dieses Symbol, dass ihr entsprechend ein Modul hier einlegen könnt, was nur noch halb so teuer ist und somit habt ihr irgendwann alle Plätze voller Symbole und die Kosten der Module gesenkt, sodass ihr insgesamt noch mehr Module einbauen könnt, die noch stärker sind und die Stärke der Waffe noch weiter steigern. Das nächste Video kann ich euch ganz besonders ans Herz legen, geht es nämlich darum, Tresore zu knacken. Wie farme ich die Codes? Wie öffne ich Tresore? Denn die wiederum sind sehr, sehr wichtig für einige Items, vor allem für das Prestige, denn da ist das Grundmaterial drin für den Prestige-Kristall.
Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage Astrolego, viel Spaß beim Loot Grind und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.